So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 21. Ich mache heute weiter mit dem nächsten Spiel und das heißt in der Liga. Der FC Bayern München ist der nächste Gegner. Spieltag Nummer 15 dürfte das jetzt sein und ja. Mal gucken, wie es wird. Letztes Spiel haben wir Sevilla geschlagen mit 5 zu 2 und da haben wir uns die 18 Punkte in der Gruppenphase klar gemacht und. Ja, jetzt spielen wir auswärts in München. So. Okay, auswärts. Auf geht's. So war's gemeint. So, Coutinho mal rein. Einfach nur mal ein bisschen rotieren, um. Bisschen Ruhe reinzukriegen. So, geht jetzt sofort los und weiter. Es könnte ein echtes Highlight werden heute. Das erhoffen sich zumindest alle. Also egal ob Spieler, Fans oder Kommentatoren. Gleich geht's hier los mit Bayern München gegen Schalke 04. Wir haben immer ein offenes Ohr für. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Am Mikrofon ist wieder das gewohnte Kommentatorenteam Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute geht es bei uns um ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Schalke 04. Wir sind also in der Liga zu Gast. Eine sehr reizvolle Partie. Zwei interessante Mannschaften. Vor allem in dieser Saisonphase. Ist das sowas wie ein Highlight? Die Stimmung ist riesig. Die Nummer 4. Niklas Süle. Die Nummer 13. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Wir sehen bei Ihnen heute ein 4-5-1, aber offensiv ausgerichtet. Und entsprechend stehen die Mittelfeldspieler vergleichsweise hoch, können so variabel attackieren. Also da ist es egal, dass da nominell nur eine Spitze dabei ist. Und mit der Nummer 26, Gabriel Jesus. Ja, das sind die Aufstellungen der Bayern, gerade mal Durchlauf gewesen. Die Aufstellung der Schalker, zwei Wechsel in der Startformation. Im Tor ist Manuel Neuer. Nico Elvedi spielt zusammen mit Stefan Savic in der Abwehr. Und im Angriff versuchen sie es in dieser Begegnung mit drei Stürmern. So, auf geht's. Wir wollen die Bayern ja schlagen und denen weiterhin die Krise ein bisschen verschärfen. Oder können die uns tatsächlich heute ein bisschen in die Suppe spucken? Schauen wir mal. Die letzten Spiele haben wir eigentlich immer gewonnen gegen die. Ja, das klappt nicht so ganz, oder? Schade. Hätte ja klappt. Hätte etwas funktionieren können, weil. Kimmich. Gabriel Jesus. Guter Pass jetzt. Den Ball spielt er raus. Kein Foul. Super mit der Fußspitze rausgespielt. Jetzt vielleicht die Flanke. Kimmich. Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. Und die erste Chance der Münchner, aber Neuer ohne Probleme. Bisher zumindest. Über Manuel Neuer wurde in den vergangenen Tagen viel diskutiert. Denn er trifft heute erstmals seit seinem Abgang wieder auf seinen Ex-Club. Gewissenskonflikte? Möglicherweise. Wie siehst du das Geschehen? Ist da? Ja, nein, guter Trick. Das musst du als Profi ausblenden. Und Savic. Super. Klar, es gibt noch Beziehungen, Freundschaften, aber die ruhen natürlich, sobald es auf den Rasen geht. Und das verlieren die Schalker den Ball da. Das ist der moderne Fußball. Chance zur Führung. Das war doch kein Foul. Ey, nein, das war kein Foul. Ah, das hat er nicht gut gemacht. Keine gute Zweikampfstellung.
Das war doch kein Foul. Also das war klar Ball gespielt. Der Spieler ist gefallen und dann kriegt er gelb. Hier. Er hat den Ball gespielt und dann noch. Das ist Fehlentscheidung. Meiner Meinung nach. Jesus mit der Chance für die Münchner. Neuer. Also meiner Meinung nach ein absolut unberechtigter Elfmeter. Duell gegen den Schützen entscheidet er für sich. Das gibt ihm Selbstvertrauen. Das sollte jetzt, hätte fast der zweite geben können. Ah, schöner Ball auf Marco Richter. Oh, Alter, und dann hätten wir die Riesenchance, Paulinho. Kopfball trifft er einfach nicht richtig, kommt nicht hinter dem Ball, viel zu ungefährlich. Shaw. Scheiße, war die Riesenchance, selber in Führung zu gehen hier. Kimmich. Jetzt ist die Kugel weg. Aber die Bayern haben es momentan, machen es gut, die kämpfen im Mittelfeld. Da ist Kimmich. Schöner Zweikampf. Super dazwischen gegangen. Keine Abseits. Coutinho. Coutinho. Coutinho! Eisekalt ins lange Eck. 1-0. 27. Minute. Ja, da hat er die Situation blitzschnell erkannt und gleich mal die ganze Abwehr aufgegeben. Absolut, Wolf. Das war gedankenschnell. Da konnten sie ihm nicht mehr folgen. Ja, keine Chance für den Torhüter da. Also zumindest mal die Führung. Große Freude über diesen Führungstreffer. Zweites Saisontor für ihn. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Die Nummer 7, Felipe Coutinho. Auf jeden Fall mal schon irgendwie doch noch das 1-0 gemacht. Das war ja. Das Ding war absolut unhaltbar. Sie holen sich den Ball. Nächster Versuch, Marco Richter. Eigentlich Ball ist futsch. Ja, doch, gut rausgespielt da. Kimmich. Guter Pass jetzt. Und dann ist die linke Seite der Schalke, beziehungsweise die die Seite. Kingsley, komm an! Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Nee. Glück gehabt, dass. Da habe ich auch ein bisschen spät geschickt, dass er da durchgeht, aber der ist halt schnell, der Junge. Maximilian Arnold. Bisschen. Schau, rutscht vorbei an diesen Coutinho-Ball. Er sucht die entscheidende Lücke. Die Chance jetzt. Ach, ja, war schade. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Einfach mal versuchen. Rechts, da wäre mehr drin gewesen. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Oh, Wolfsburg für den Leverkusen. Stand damit 1-1. Also Herbstmeister sind wir ja wahrscheinlich, aber kann ich mir auch nichts verkaufen. Noch nicht. Im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Aber sie müssen sich vorne natürlich geschickter anstellen. Es fehlen die klaren Torchancen und so müssen sie sich nicht wundern, dass sie hinten liegen. Ja gut, sie haben halt einen Elfmeter auch verschossen, ne? Jetzt vielleicht der Vorstoß auf außen. Super Tackling. Es gibt eine Minute Nachspielzeit. Und dann ist Pause. Es steht 1-0. Das Ding hier ist sicher noch nicht durch. Ich bin gespannt, wie sich das Spiel im zweiten Durchgang entwickelt, Buschi. Bisher alles recht ausgeglichen, oder? Ja, sieht man auch an den Zahlen. Beide Teams mit Chancen. In der zweiten Hälfte braucht es dann etwas mehr Konsequenz im Abschluss. So, gucken wir mal auf die Spielstände. Leverkusen hat sogar schon ausgeglichen. Na dann, auf geht's. Halbzeit Nummer 2. Mit der bisherigen Leistung soll aus Sicht von Königsblau natürlich auch so weitergehen. Ja, definitiv, hätte ich kein Problem mit.
relativ zeitnah das 2-0 machen, dann könnte das durchaus was werden. Ja, Schal war ein bisschen Übermacht da hinten. Da hat es nicht ganz geschafft. Rodrigo Betancourt. Gabriel Jesus. So, im Olympiastadion gibt es Neuigkeiten. Es ist ein Tor. Berlin, abseits. Wir haben hier das erste Tor für Hertha BSC. Platzer. Neuer Spielstand damit 1-0. Gespielt sind hier 51 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Da ist die Chance. Ist es das? Ha, schade, ich wieder keine Lücke gefunden. Maximilian Arnold. Marco Richter. Da wäre das 2-0, aber es ist abseits. Aber das war klasse gespielt. Ja, es ist okay. Es ist klares Abseits. Naja, alles gut. Und wir freuen uns auf die nächste Bundesliga-Begegnung für den FC Bayern. Dann geht es auswärts gegen den VfL Wolfsburg. Eine richtig reizvolle Partie könnte das werden. Gewinn spielen wir überhaupt. Ist sich jetzt oh, komm mal. Und da ist das Ausgleichstor. Und da war einmal die Lücke da für die Bayern. Aber gut gemacht. Kimmich, super Pass allerdings da vorne rein. Ja, das ist ein bisschen zu... Es gibt Neuigkeiten im Rhein-Energie-Stadion. Ein Tor ist gefallen. Ich gebe kurz ab ans Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für den SC Freiburg. Der da ist die Chance. Der Wedi. Schuss geblockt. Ja, die Bayern machen es jetzt gerade ein bisschen. Die haben jetzt ein bisschen Oberwasser gekriegt. Und die dann Chance. Die Chance. Wahnsinn. Und die drehen die Partie. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Kimmich. Aber es war auch irgendwo jetzt gerade ziemlich... Verlust. Das ist eine Unaufmerksamkeit. Der Ball ist weg. Die Gefahr ist da. Das Tor ist da. Haben sich selbst zuzuschreiben. Jetzt also die Schalke in Rückstand. Gleich gibt es eine Auswechslung bei der Heimmannschaft. Ah, das war schlecht gespielt davon. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Und der Vorteil für Schalke. Bisschen zu simpel jetzt gerade gespielt. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als nächstes zu tun bekommen. Ja. Der Angriff wird was werden. Da haben sie gut aufgepasst. Braucht keine Frage. Das gibt Eckball. Jetzt können wir uns zumindest einen Punkt noch mitnehmen irgendwie hier in München. Das wäre natürlich das Wichtigste. So, ich muss jetzt natürlich ein bisschen wechseln. Ecke kommt in den 16er. Der Torwart geht nach. Oh ja, hat ihn. Kein Risiko ein. Faustet den Ball weg. Kimmich. Serge Gnabry. Er passt auf und wirft sich in den Schuss. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Ha! Das war Pech. Es war kein Abseits. Mit der Führung im Rücken kommt jetzt die Auswechslung. Schwere Aufgabe hier, Buschi. Noch dieser knappe Rückstand, wie siehst du es? Schalke braucht ein Tor und zwar schnell. Wer macht's? Wer hat nochmal die zündende Idee? Wer hat den Geistesblitz? Kreativität ist gefragt. Vielleicht Marco Richter nicht hier. Jetzt nee. Hat er den Ball. Zu sauber gestellt. Süle klärt. Ballgewinn, gefährliche Position.
Ach Mann! Du hast mit dem Ball den Ball und der springt dir weg. Ja, ist vorbei. Ich denke mal, das wird eine Niederlage werden. Das kann nicht sein, dass ich gerade jetzt. Ey, die kriegen es irgendwie immer wieder hin, mir den Ball abzunutzen. Und damit gewinnen sie tatsächlich dieses Spiel. Ich kam auch überhaupt 0,0 in den Zweikampf. Und immer wieder kriegen sie es nachgesetzt. Unsere erste Niederlage. Es gibt eine ziemliche Ansprache in der Kabine. Da passt ja nichts zusammen heute. Das hat er sich komplett anders vorgestellt. Definitiv. Fürs 1-0 hast du die Riesenchance, das zweite. Und kriegst das komplette Ding aushandeln. Aber wie gesagt, man muss auch den Bayern sagen, dass das komplett Die Nachspielzeit ist eingeblendet. 2 Minuten gibt er den Teams noch. Jetzt der Vorstoß. Vielleicht Marco Richter nochmal irgendwie nur zumindest den Anschlusstreffer. Das war's. Selbst den verlieren sie. Da kommen sie nicht rein und verlieren sie. Bayern gewinnt dieses Spiel verdient. Dass es nur eine knappe Niederlage geworden ist, wird sie auch nicht trösten. Sie wollten ja heute gewinnen. Und definitiv. Das ist gründlich daneben. Hätte ich nicht gedacht. Wir führen 1-0, haben das Ding eigentlich komplett im Griff und kriegst es trotzdem verloren. Der Elfmeter, gut, okay. Der war meiner Meinung nach unberechtigt. Aber wir verlieren das Spiel und damit 3 Punkte auf Leverkusen, die wir uns eigentlich schon wieder erarbeitet hatten in der letzten Folge. Oder vorletzten, wie auch immer. Aber es passiert. Es passiert. Na gut, okay. Nächstes Spiel heißt gegen Werder Bremen und da müssen wir mal wieder ein bisschen mehr in die Erfolgsspur reinkommen und ja, das sehen wir uns in der nächsten Folge dann.